Achtung, es kann nur noch beschissener werden. Wir haben uns getrennt. Statement. Gott hat einen Engel geschickt, der mich heilen sollte, und ich habe es geschafft, dass die Frau meiner Träume, die einfach meinen Heiratsantrag angenommen hat, mich hasst. Mehr mit mir zu tun haben will. Es ist kein PR-Move, kein Clickbait oder sonstiges. Der Titel entspricht 100% der Wahrheit und Ellie und ich werden nie wieder zusammenkommen. Ich bin gerade auch in Deutschland bei meiner Familie. Sie ist in Spanien, in Barcelona, und sie will da auch bleiben, weil es auch schon immer ihr Traum war. Und sie kann auch Spanisch. Haben wir das nicht vor 3 Monaten schon mal gesehen? Ja, aber diesmal ist es kein Klick, mein Mann, glaubt ihm doch. Ich kann leider kein Spanisch und es ist auch nicht so einfach für mich. Sie hat Schluss gemacht, weil er nicht Spanisch lernen wollte. Die Sprache zu lernen, und vor allem würde ich jetzt die nächsten Wochen, Monate dort alleine, ohne sie sein, ohne jegliche Bezugsperson, dann würde ich in so tiefe Depressionen verfallen. Och Mann, es war der Spanier. Wir sind jetzt 2 Wochen getrennt, ich bin seit 3 Tagen hier in München bei meiner Familie und bei meinen Freunden. Und davor, die Tage, bevor ich hier war, ich war wieder in so einem Loch. Ich war den ganzen Tag im Bett, nur am Heulen. Ich musste wirklich, ich konnte einfach nichts essen. Also er tut mir schon leid. Es ist nicht so, als würde er mir nicht leid tun. Also er tut mir schon leid. Aber, also, das alles. Ich denke mir so. Guck mal, das letzte Video, was wir gesehen haben, war das hier. Dann gab es noch ein paar Ansagen gegen mich. Und jetzt das? Ich glaube, das ist der Last Straw. Das ist der Last Straw. Das ist der Last Straw. Und wieder mal, ich meine, wieder mal kann man sich nicht sicher sein, ob das actually ernst gemeint ist. So, ich musste mich richtig zum Essen zwingen, aber es ging einfach nicht. Ich hatte keinen Appetit, sonstiges. Ich hatte teilweise... Bro, wenn du jetzt anfängst zu kiffen, du hast richtig kranken Fressflash, und wenn du gerade eine negative Zeit hast, hilft das safe. Gedanken, weil mein... Mach das nicht, was ich gerade gesagt habe. Mein Leben einfach keinen Sinn mehr macht. So jetzt in den letzten Tagen, wo ich viel Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden verbracht habe, ist es besser geworden, aber... Bro, du bist... Wie alt ist der? 19. Du hast dich von deiner Freundin getrennt. Aber die Welt geht nicht unter. Die Welt geht nicht unter, Mann. Du bist 19 oder 21 oder sowas. Keine Ahnung, Alter. Also das ist... Aber es ändert sich trotzdem nichts. Ich verfall immer wieder trotzdem in dieses Loch. Ja. Und egal, mit wie vielen Menschen ich darüber rede, so egal, mit wem... ich darüber Sinn ergeben, mich unterhalte oder sonstiges, es wird einfach nicht besser. Es gibt so diese teilweise Phasen, wo es mir dann wieder gut geht, wenn ich zum Beispiel Sport mache oder draußen bin, aber allerspätestens, wenn ich dann nachts alleine im Bett liege, holt mich die Realität ein. Und wie ihr schon raushören konntet am Anfang, ja, wir waren verlobt, wir haben es nicht öffentlich gemacht. Was? Und sie hat mir sogar den Ring zurückgegeben. Also ihr wart verlobt? Ich weiß nicht, ob es fokussiert, aber hier ist auf jeden Fall der Ring. Ihr wart verlobt, Dicker? Mit dem ich sie gefragt habe in Barcelona. Und es ist... Mann, das Ding ist, erstmal bist du 19 und zweitens weiß ich wieder nicht, ob ich das glauben kann. Ich krieg schon wieder Gehirnkrampf, Alter, wenn ich mir das reinziehe. Es ist sehr viel passiert. Ah, er hat ja wieder mit Flitterwochen gemacht. Shoot, das war real? Es waren einfach meine Fehler, wieso am Ende
die Beziehung dann gescheitert ist. Und im Endeffekt muss man auch einfach sagen, dass Ellie ein gutes Mädchen ist, immer nur das Beste für mich wollte Ja. und immer noch das Beste nur für mich will. Okay, das heißt, deshalb habe ich losgemacht. So, trotzdem muss man sich einfach eingestehen und wir sind auch irgendwo, was heißt im Guten auseinandergegangen, aber keiner will dem anderen was Böses so. Wir wollen zwar keinen Kontakt mehr miteinander haben, weil wir sonst beide selber dran kaputt gehen. Gibt es einen Grund dafür? Wir haben uns getrennt, Statement. Aber kommt ein Statement dazu, warum sie sich getrennt haben? Der einzige Grund, den er bis jetzt genannt hat, war, dass er kein Spanisch spricht. Das macht ja keinen Sinn, oder? So, aber... Viel wichtiger ist die Frage, wann mein Flug morgen nach Barcelona. Na, komm, André, so einen Witz machen wir jetzt nicht. Auch in der... Es ist ja auch echt schade. Es ist ja auch wirklich beschissen, Alter. Und ich. Es tut mir auch wirklich leid für ihn tatsächlich. Beziehung. So, wir waren einfach viel zu gleich. So, beide haben sich, wenn wir uns zum Beispiel gestritten haben, haben wir uns immer extrem reingesteigert. Der eine hat den anderen immer provoziert und es war einfach im Großen und Ganzen, wenn man das so sagen kann, eine toxische Beziehung und wir haben uns mehr gestritten, als dass wir glücklich waren. Wir waren in der Anfangszeit, das kann sie, glaube ich, auch unterschreiben. So, da waren wir beide die glücklichsten Menschen und ich sage es nach wie vor, diese Gefühle, die ich in der Anfangszeit in der Beziehung mit ihr hatte, die konnte mir davor noch kein anderer Mensch geben. Auch nicht Fortnite. Nicht mal Fortnite. So, und sie ist meine erste große Liebe. Okay, das tut actually schon weh. Das tut actually wirklich geisteskrank weh, Mann. Und ich kann dir da verstehen, das ist super, super beschissen. Und wir sollten jetzt auch nicht missgünstig sein, Chat. Es tut uns ja auch wirklich leid, dass sowas passiert, alright? Und ich glaube, deswegen hänge ich auch Chat, Mitgefühl zeigen. noch so krass an ihr. Und ich glaube, jeder, der schon mal richtig geliebt hat und seine erste große Liebe hinter sich hat, ich hoffe für euch alle, dass ihr eure erste große Liebe, wenn ihr sie irgendwann mal findet oder gerade mit ihr zusammen seid, dass ihr sie heiratet, dass ihr bis an euer Lebensende zusammen bleibt. Das hatte ich natürlich auch vor, so. Aber auch Wer schreit da im Hintergrund? wenn ich es mir nicht selber eingestehen kann und auch wenn ich nicht denke, dass es so ist, aber ich glaube, wir sind einfach nicht füreinander bestimmt. Also der Grund ist, dass die jetzt zu ähnlich waren, er kein Spanisch spricht und das. Wollte es am Anfang nicht akzeptieren und sie hat dann halt auch den Schritt gewagt und gesagt, hey, das geht so nicht mehr weiter, wir müssen die Beziehung beenden. Würde ich nicht in der Öffentlichkeit stehen, würde ich auch niemals ein Video dazu machen und so offen und ehrlich über meine Trennung bzw. Würdest du nicht YouTuber sein, würdest du kein Video dazu machen. Beziehung reden. Und ich habe auch sehr, sehr viel aus Gleich Ellies Mom dieser Statement. Beziehung gelernt. So ist es nicht. Deswegen versuche ich es auch einfach positiv zu sehen. Und im Endeffekt habe ich mit dem Auswandern nach Barcelona so viele Erfahrungen in meinem jungen Alter gesammelt. Du hast Kacke auf dem Auto geworfen. Du hast einen Weltrekord im Laufen aufgestellt. Und ich freue mich einfach auch irgendwo auf dieses neue Kapitel in Berlin. Also falls ich es noch nicht erwähnt habe. Der zieht nach Berlin. Der zieht. Der zieht nach Berlin. Ich wollte gerade Kevin anrufen, aber Kevin streamt leider. Dicker, der zieht in eine WG mit Papa Platte. Ich werde wahrscheinlich nach Berlin ziehen, weil ich einfach auch damals schon gesagt habe, als ich mit Elli in Barcelona gewohnt habe, falls ich mal zurück nach Deutschland Safe-Schluss, weil Ellie Achselhaare rasiert hat. Was? will, natürlich habe ich da in der Wir-Form geredet, falls wir mal zurück nach Deutschland sollten, dann wird es auf jeden Fall Berlin sein. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, Elli und ich haben halt einfach fast ein Jahr jeden Tag zusammen verbracht, weil wir denselben Beruf hatten, zusammen gewohnt haben. Ellie hatte keinen Job. Ellie hatte einen Kanal mit dem Namen Mrs. Juicy Ass und hat darauf nichts hochgeladen, Bro. Und dadurch ist es auch ein bisschen kaputt gegangen, um ehrlich zu sein. Wobei ich mir auch so denke, wenn es die richtige Frau ist, dann kann man egal wie viel Zeit miteinander verbringen, es wird daran nicht kaputt gehen. Wisst ihr, wie ich meine? So, und
Ja, es tut mir voll leid, aber. Auch egal wie schwer es mir fällt, egal wie sehr ich noch an dir hänge, so ich muss einfach damit abschließen. Es ist ein chilliger Monolog, den wir haben. Aber es fällt mir einfach so schwer. Ich habe wirklich noch nie alle Girls, mit denen ich davor was hatte, alle Kindergartenbeziehungen, die ich davor hatte oder sonstiges, war nicht ansatzweise so ernst wie mit ihr. Und Das ist krass, weil alle Kindergartenbeziehungen, die ich vor Jodie hatte, die habe ich krass gefühlt, Mann. Die waren mir, also die habe ich wirklich krass gefühlt. deswegen kann ich auch sagen, so, dass sie meine allererste große Liebe war. Und es fällt mir jetzt Morgen liest er ein Buch darüber. gerade schwer, so mir zu denken, dass ich überhaupt jemals einen Menschen wieder so sehr lieben kann. Aber ich glaube, das verfällt mit der Zeit. Ich hoffe es. Und wie schon erwähnt, so, wir haben so gut wie keinen Kontakt mehr, weil es uns einfach nicht gut tut und einfach Chat, seid freundlich, schreibt ihr nicht rein. Sie ist irrelevanter als Vive. Fakt. runterzieht. Und sie wird weiterhin natürlich YouTube auf ihrem Kanal machen. Bitte hatet sie nicht oder sonstiges oder macht sie fertig. Ich werde sie übertrieben supporten, what the fuck. Fertig. Wirklich, hört auf damit, irgendwie negative Energie zu verbreiten. Sie wollte nie was Schlechtes für mich und ich will auch nichts Schlechtes für sie. Deswegen supportet sie weiterhin, auch wenn ich nicht mehr in den Videos bin. Ich werde dich weiter supporten. Und ich werde Ellie weiter supporten, okay? Hier auf meinem Kanal werden ganz normal weiterhin auch normale Videos kommen. So, ich habe jetzt erstmal viel Stress mit dem Umzug von Barcelona nach Berlin, aber ich werde trotzdem versuchen, jetzt hier in den nächsten Tagen. Ne, bald kommt ein Song von Z-Max. Dicker, wenn Z-Max jetzt so anfängt zu rappen, Chat. Wenn Z-Max jetzt so anfängt zu rappen, dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich. Dann ist es einfach vorbei. Wenn ich noch bei meiner Familie bin, ein Alles paar gut hier. Videos aufzunehmen. Ich habe richtig Bock auf Straßenumfragen. Ich habe jetzt auch voll das geile Equipment dafür. Nicht noch einer. Nicht noch einer. Nicht noch ein Straßenumfragen-YouTuber. Nicht noch einer. Das kann nicht sein. Die müssen wieder zusammenkommen. Die müssen wieder zusammenkommen. Das darf nicht sein. Das kann nicht noch einer draußen mit einer Kamera rumlaufen, Leute belästigen. Das darf ich nicht sein. Das ist. Oh, nee. Oh, nee. Bro. Ich hoffe, ihr seid dahingehend auch drauf gehypt. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich jetzt wieder Single bin. Also, an alle Girls, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, slidet in meine DMs, ZmaxYT. Ihr habt ihn gehört, alle Girls. Slidet in seine DMs. Z-Max YT. Nein, Spaß, aber folgt mir auf Ehre auf Instagram. Nein, Spaß, es war ein Spaß, es war ein Spaß. Schreibt ihn trotzdem. Ich bin da wieder auch übel aktiv. Ich poste voll viel in meiner Story zurzeit, aber auch, weil ich mich versuche, einfach mit alles und jedem Möglichen abzulenken. So sei es den ganzen Tag draußen zu sein, sei es Oder mal irgendwen ficken. bei Instagram-Stories zu posten. Und hey, ich werde es schon irgendwie schaffen, Mann. Ich habe Ja, Mann. schon viel schlimmere Sachen So durchgemacht, nämlich Z-Max. aber Kopf hoch, sonst rutscht die Krone runter, Bro. wenn es eine schlimme Sache gibt, dann ist es auf jeden Fall diese emotionale Abhängigkeit. Und diese will ich. Taddle ist tausendmal cooler. Dem würde ich schreiben, aber nicht Z-Max. Alles klar. Nie wieder haben, so einfach abhängig zu sein von einem Menschen. Und wenn ihr diesen Menschen dann verliert, dann fühlt es sich so an, als ob ihr eine Hälfte von euch verloren hättet. Auch manchmal vielleicht sogar ein Drittel, ne? Klar. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich war mir wirklich bei Ellie sicher, hey, wir werden den Rest unseres Lebens Ja, miteinander das verbringen. ist. Ja, wenn Demnach man war 19 ist, aber nicht dann. so. Ja. Und ich versuche einfach nach vorne zu schauen. Wie Genau. gesagt, Freunde, ich küsse euer Herz. Danke für alles, was ihr mir je ermöglicht habt. Ich werde versuchen, aus diesem Loch rauszukommen. Ich werde versuchen, Genau. die Tage wieder aktiv Genau. YouTube anzugreifen. So. Aber verzeiht mir, wenn es etwas länger dauern wird. Kein Falls ihr neu auf Problem. dem Kanal seid, lasst ein Abo da, lasst ein Like Hey, da hey, und kein tschüss. Ding. Kein Problem. Z-Max, alles Gute dir an der Stelle. Denke mal dran, Loch ist Loch und gönn dir rein. Ne? Ausrufezeichen Prime ist kostenlos. Ja, es tut Jetzt uns werden wir natürlich sehen. leid. Es tut uns natürlich leid, aber im Endeffekt schauen wir mal, wie das in 2 Wochen wieder aussieht. Ne, Chat? So.